Motorradpolizist. Ein Motorradpolizist. Spezialpolizei. Habe ich wieder vergessen. 5. Pferdereiterin. Autofahrer. Fußballer. Ein Fußballer. Fußballer. Fußballspieler. Fußballspieler. Arzt. Arzt will ich werden. Da haben wir auch mal Galopp einfach gemacht, ohne dass wir an der Longe waren. Also, dass jemand die Pferde gehalten hat. Das war ganz toll. Deswegen will ich Reitlehrerin werden oder irgendwas mit Reiten halt. Apotheke. Apotheke. Ein Schauspieler, weil da verdient man sehr viel Geld. Ja. Astronaut. Ich glaube, ich will Kinderärztin werden. Vielleicht Erfinder oder Schauspielerin? Ja, so Kleintierarzt oder sowas. Halt auf. Ja. Ingenieur. Ärztin oder Lehrerin. Und ich möchte den Kindern auch was zeigen, was ich kann. Ich will eigentlich Künstler werden, weil ich nicht so schön male. Darum lerne ich halt so malen. Eine Lehrerin? Ich, ein Chef von einer Geldfabrik. Einfach die Kinder lieben. Rolls Royce, eine große Villa. Und sonst nichts mehr. Ja, Wrestler. Wir werden uns Hardy Boys nennen. Ja, Hardy. Ich heiße Lucy Hardy und der heißt Jermaine Hardy. Ja, Sprengmeister. Ich habe da schon ein paar Pläne, wie ich die Dinger einstürzen lasse. So ein richtig hohes Gebäude, 20 Stockwerke, lasse ich einfach in sich zusammenfallen. Balletttänzer. Nein. Ja, Koch. Ich will Koch werden. Und ich kann schon kochen, ein paar Sachen. Ratatouille und Schnitzel, ja, und Reis und Erbsen. Ja, also für mich ist ein großes Vorbild Benjamin Franklin, weil der ist mehrere Sachen geworden und ich will auch mehrere Sachen werden. Aber für mich steht fest, ich will ein Dinosaurierforscher auf jeden Fall werden. Ja, Pilot. Ich weiß nicht, Traumberuf halt einfach, ja. Ja, Ärztin. Also Ärztin oder Zahnärztin? Ich weiß noch nicht so ganz genau, aber im sozialen Bereich sowas wie Streetworker. So eine Art. Ich würde gerne eine Rechtsanwältin werden. Ich habe dort mal ein Praktikum gemacht, aber als Sekretärin. Und jetzt hat mir gut gefallen. Ich würde gerne bei Rechtsanwältin-Sekretärin arbeiten. Also ich möchte später Boxer werden. Das ist meine Sportart. Ich trainiere schon seit über 2 Jahren und ja, das möchte ich mal später ausüben als Profi und damit mein Geld verdienen. Ja, ich will halt schon Geld verdienen und also ich will halt ein bisschen reich sein. Puh, also erstmal das Abi schaffen und dann wahrscheinlich studieren. Ich habe so viele Ideen, aber ich weiß noch gar nicht. Irgendwas Sinnvolles. Ja, Falknerin. Ingenieur. Also Eisenbahnindustrie, so in dem Bereich. Finde ich spannend. Ja, ich glaube. Irgendwie so Loks entwerfen, das ist schon cool. Weil ich glaube auch, dass das. Also, da hat man. Ich habe, wenn ich Bahn fahre, ein besseres Gewissen, als wenn ich Auto fahre. Allein schon jetzt wegen Klima und so.
Ja, ich glaube, ich werde Ärztin. Das fand ich schon immer ganz toll. Ich bin mir nicht sehr sicher. Also, ich bin mir da meistens nicht sicher. Ich interessiere mich schon für Autos, aber ich würde auch gerne Fahrradhändler oder irgend sowas werden. Weil als Autohändler verdient man ziemlich viel und ich glaube, da kann man aber auch ziemlich schnell pleite werden und so. Als Autohändler, das würde ich nicht so gerne machen. Ich weiß halt nicht, was ich machen würde. Ich interessiere mich so für öffentlichen Nahverkehr, also so in der Stadt, also Straßenbahn und sowas. Vielleicht würde ich sowas in dem Bereich machen, aber so genau weiß ich es nicht. Ja. Also am meisten interessiert mich schon die Straßenbahn. Also da würde ich dann vielleicht, vielleicht Fahrer oder irgendwas, was damit zu tun hat. Journalist möchte ich werden. Also es klingt jetzt gerade jetzt ein bisschen blöd, aber ich würde Schauspielerin werden. Also ich habe da auch einige Erfahrung. Also ich habe schon bei ein paar Filmen mitgespielt und so. Ich habe mir erstmal überlegt, hier auch Abitur zu machen. Und dann halt schauen, wie ich mich jetzt da interessiere, nachdem ich Abitur gemacht habe. Es kann ja jetzt kommen, dass ich in einem Jahr, keine Ahnung, Lehrer werden will und dann im Jahr darauf mich für was ganz anderes interessiere. Das kann sich ja immer wieder ändern. Anwältin. Ja, ich löse halt gerne Konflikte und ich finde, das macht Spaß. Das ist eine gute Frage. Ich habe im Chor gesungen, deswegen würde ich gerne was mit Musik machen. Ich würde Musik studieren vielleicht. Vielleicht werde ich Lehrer oder vielleicht kann ich mein Studium finanzieren mit Musik machen. Wenn ich genug Geld hätte, würde ich Faulenzen-Party machen. Ja, sowas. Ja. Und vielleicht mal so ein bisschen arbeiten. Theoretischer Physiker. Ich mag auf jeden Fall irgendwas machen, wo ich nicht den ganzen Tag im Büro rumhocken muss. Also ich möchte irgendwas machen, wo ich irgendwie das selber was gestalten kann. Also ich möchte nicht, wenn möglich, auch gar nicht mal angestellt sein, sondern einfach irgendwas, wo ich selber was gestalten kann. Und ich weiß, dass ich auf jeden Fall Philosophie studiere und noch irgendwas dazu, aber Philosophie ist auf jeden Fall dabei. Also Archäologie interessiert mich jetzt schon, weil es halt schon so, dass es sehr wenig Jobs gibt. Dann interessiert mich auch Film, also Schauspieler. Mal schauen. Ich kann mir vorstellen, Architektur zu studieren. Ja, ich weiß nicht, vielleicht irgendein Manager oder sowas. Ja, Arzt. Grundschullehrerin. Eigentlich nicht. Also, ich weiß noch nicht genau, was ich direkt nach der Schule mache. Mal schauen. Ja, ich fange sofort an zu studieren und dann möchte ich gern arbeiten in dem Beruf und dann irgendwann mal Kinder bekommen. Also, Grafikdesign, Architekt oder sowas, wobei Architekt mir schon wieder vom Arbeitsmarkt zu schlecht ist. Bei Jura fängt man ja als Richter mit 3000 an, glaube ich, ist ja bekannt. Und als Architekt musst du halt erstmal in ein Büro gehen und dann, ja, und so weiter. Bis du dann erstmal weit gekommen bist, ist es halt schon ein viel zu langer Weg für mich. Also ich würde es nicht machen, nein. Eigentlich will ich Psychologie studieren und dann Psychologin werden. Also so für Jugendliche einfach so eine Beratung, irgendwie wenn die Essstörungen haben oder wenn sie sich ritzen, irgendwie sowas mag ich machen. Wenn ich in Rente gehe oder wenn ich sterbe, würde ich gern sagen können, dass ich irgendwie irgendwas gemacht habe, dass ich irgendwas verändert habe oder mich wenigstens für was eingesetzt habe und ja, was erreicht habe, nicht einfach nur den ganzen Tag da gesessen bin, sondern körperlich und was auch für die Gesellschaft irgendwie getan habe. Ich denke dann auch immer, dass es zu schwierig ist, weil man immer nur hört, dass alles zu schwierig ist. Millionär. Ich wollte schon immer Millionär werden, aber das wird nicht, das ist nur ein Traum, das bleibt auch ein Traum. Ja. Bürokaufmann. Ich will mal Bürokaufmann werden. Ich habe mir überlegt, entweder Bürokauffrau zu werden
oder Einzelhandelskauffrau? Ich möchte mal Bankkaufmann werden. Ich möchte Kfz-Mechatroniker werden. Ich will Kfz-Mechaniker werden. Also ich möchte Kfz-Mechatroniker werden bei den Stadtwerken München. Also Traumberuf wollte ich mal Polizist werden, aber ich glaube nicht, dass daraus was wird. Aber Polizist wäre schon was Tolles. Kosmetikerin. Ich will Immobilienkauffrau werden. Ich wollte Tierärztin werden, wo ich klein war. Ja. Ich hatte viele Träume. Aber. Ich wollte mal arbeiten, aber ich wollte auch Sänger werden. Ja, eigentlich würde ich gern die Realschule beenden und dann eine gute Arbeit machen. Im Büro zum Beispiel. So, halt Altenpfleger. So, meine Mutter ist halt auch Altenpfleger und da verdient man halt gutes Geld. Vielleicht Verkäufer. LKW-Fahrer. Polizist. Polizist. Weil es sehr viele Menschen gibt, die sehr viele schlimme Sachen machen. Und wenn ich Polizist werden, weil ich Polizist werden will, dann beschütze ich die Menschen und rette sie, bringe sie in Sicherheit und so. Also wenn man die Pistole in der Hand hält oder sowas. Mm-mm. Therapeut. Tierärztin. Also ich werde Automechaniker und arbeite Karosserie. Also mein Traum wäre noch, dass ich mit diesem Beruf meine eigene Werkstatt hätte und selbstständig bin. Brauer. Also mein Vater ist halt Klavierbauer und ich wollte halt dann auch mal Klavierbauer werden. Anlagenmechaniker für Heizung, Sanitär und Klima. Ich würde mal was mit Computern arbeiten. Zeichnen. Also? Ich kann gut zeichnen und will mein Geld verdienen damit. Also, keine Ahnung. Also, ich weiß halt so noch gar nichts, was ich machen will. Also, gar nichts. Ich möchte gerne ein Einzelhandelskaufmann sein. Für Münzinger oder Saturn oder Foodlocker würde ich mir sehr wünschen. Dann habe ich mir erstmal überlegt, meine Stärken, weil wie hoch der Lohn ist und wie viel der Spaß mir macht. Das ist für mich absolut das Wichtigste für meinen Beruf. Ich wollte immer Stewardess werden, wo die mit Flugzeugen so begleiten muss. Das wollte ich sehr gerne werden, aber dann ging es nicht. Das war zu schwer. Ich werde gerne Bürokauffrau werden, aber wenn ich es nicht schaffe und mein Quali nicht habe, werde ich dann vielleicht Hotelfachfrau werden. Also das erste Ziel ist, erstmal Quali zu schreiben. Ja. Und dann eine Bewerbung und dann als Kfz-Mechatroniker. Das war eigentlich nicht mein Wunschberuf und ich hatte erst letzte Woche ein Praktikum und jetzt bin ich schon dafür entschieden, dass ich Kfz-Mechatroniker sein will. Bei BMW wollte ich machen. BMW. Oder? Ich würde gerne Personenschutz machen. Also Security. Beim Bushido oder so. Veranstaltungstechniker. Geschichtslehrer. Ich interessiere mich sehr für Geschichte. Und ich würde mich freuen, wenn ich Geschichtslehrer werde, aber ich weiß, es ist halt noch ein langer Weg, deswegen ist halt sozusagen nur so ein Traum, würde ich mal sagen. Ich habe letztens mit dem Sozialarbeiter bei uns hier geredet. Der hat mir halt so einen Plan gezeigt, wie ich halt immer so Stufe, das war glaube ich so eine Art Haus. Beispiel, ich bin jetzt ganz unten, dann nächstes Jahr kommt ein M-Zweig und dann Forst und immer so. Sie hat mir halt gezeigt, wie sozusagen ich mein Ziel erreichen könnte. Und das versuche ich jetzt halt dann umzusetzen. Und ich hoffe, das klappt. Hebamme. Journalistin.
ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe, von daher. Vielleicht wird es auch nichts, aber dann werde ich was anderes finden. Also ich mache mir da nicht so viele Gedanken drüber. Ich glaube, ich würde ganz gerne was mit Management machen. Vielleicht auch was mit Kultur. Also vielleicht Musik oder Theater. Also gar gerne Comiczeichner. Ich denke mal, dass ich Forscher werden will, der mit Kristallen viel macht. Ich mag Steine sehr gerne. Ich will eigentlich mal gern Wissenschaftler werden. Oder ich überlegte mir, ob ich Bürgermeister von München werden würde oder Präsidentin von Deutschland. Also ich will mal Extremsportler werden, wie er, weil ich tue jetzt schon Klettern, Fußball spielen, Schwimmen und so weiter noch. Kinderarzt oder sowas. Ich fände Fluglotse vielleicht ganz cool. Also auf jeden Fall will ich Architekt vielleicht werden und es gibt halt solche mehrere Sachen, die ich gern mache und dann werde ich halt, keine Ahnung, also Architekt und dann ja vielleicht so auch ein bisschen Modell bauen. Irgendwas Kreatives, weil ich bin, glaube ich, sehr kreativ und ich glaube, es macht Spaß irgendwas. Also ich würde gern irgendwas mit dem Film werden, weil ich finde es einfach ganz toll, irgendwie was zu schneiden und so und vor der Kamera zu stehen. Weil nicht jeder wird Schauspieler. Ich glaube vielleicht, dass man der Welt irgendwie, also den armen Kindern und Menschen mal helfen sollte und so. Vielleicht mal irgendwie in die Politik oder so. Ich weiß noch nicht genau. Ja, da habe ich mir überlegt, da könnte ich vielleicht auch was Juristisches machen. Also mal ausprobieren und zu schauen, vielleicht Anwalt oder sowas. Ja, also eigentlich interessieren mich Fische sehr, also Aquaristik. Ich weiß noch nicht so genau, aber vielleicht mal irgendwas mit Kindern oder so. Oder auch mit behinderten Kindern, weil ich es irgendwie interessant finde, weil man halt auch viel dazulernen kann. Ich möchte Hotelier werden. Genau, ja. Also ich weiß es schon seit der 6. Klasse, weil, keine Ahnung, es hat mich immer interessiert. Also ich will nach Lausanne gehen. Das ist die beste Hotelfachschule der Welt, sagt man so. Und dann halt da ausgebildet werden. Kennen Sie Anime? Also so, oder Mangas, ja, Malen, ja. Sowas. Vielleicht irgendwas, so finanztechnisch irgendwas, also hohe Managerbereich oder so, wo man ein bisschen mehr Geld verdient als in anderen Klassen von Jobs. Auf jeden Fall irgendwas mit Marketing und Werbung. Der Spaß muss überwiegend sein im Job. Damit man auch Geld, also damit es halt auch Spaß macht, Geld zu verdienen, weil was nutzt einem das Geld, wenn man dann sagt, ich habe jetzt so viel Geld verdient, aber ich habe keinen Spaß im Leben gehabt. Ja. Ich könnte mir vorstellen, in der Marketingabteilung von SOS Kinder dort zu arbeiten. Bergführer. Ich kann mich nicht ins Büro hocken und am Computer arbeiten, das ist langweilig. Von daher brauche ich ein bisschen Action. Irgendwas so im Videobearbeitungs Bereich. Eine Weltreise, auf jeden Fall. So eine Color Correction oder sowas. Das macht so Spaß und dass es dann so ein gutes Ergebnis hat, mir ist eigentlich egal was. Ich, Historiker. Arzt. Mal schauen. Aber dass es ein Zuckerschlecken wird, das erwarte ich nicht. Und eigentlich, also mein ganz großer Traum ist, dass ich in Australien bei den Flying Doctors, dass ich da arbeiten könnte. Aber da muss ich halt davor wahrscheinlich schon mir irgendwas aufbauen, dass sie halt mich nehmen, weil halt sehr viele Leute sich auch bewerben und halt auch sich mal aussuchen können, wen sie nehmen. Und dann gibt es auch noch Sachen wie Ärzte ohne Grenzen und solche Organisationen, die einfach so vielen Leuten helfen. Dann denke ich mir, kann man immer irgendwie jemandem helfen als Arzt. Das wäre halt ziemlich cool für mich, finde ich. Also ich möchte auf jeden Fall was mich für den Rest meines Lebens einfach gefangen nimmt, sozusagen, wofür ich mich interessiere, was mir Spaß macht. Und ja, was einfach dann, wo ich mich so richtig drin wohlfühlen kann und wo ich aufgehen kann, sozusagen. Nervös bin ich nicht, aber irgendwo ist natürlich dieses Gefühl, es kann alles passieren und man weiß so überhaupt nicht. Das Spektrum von den Möglichkeiten ist so riesig.
Aber ich bin eigentlich ehrlich eher gespannt und ich freue mich drauf, dass ich dann sehe, was passiert. Und ich lasse mich wirklich leiten und treiben und mache möglichst immer das, was mir in dem Moment am meisten Spaß macht oder was für mich jetzt gerade die beste Option zu sein scheint. Und dann schaue ich, wohin das führt. Ja. Das, 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 das.